Die intensive Bundesliga-Partie zwischen der Wiener Austria und dem SK Sturm lieferte unschöne Bilder. In der Schlussphase der Partie landete Austria-Kapitän Alexander Grünwald nach einem Duell mit Philipp Husbeck unglücklich auf der Schulter. Schmerzverzerrt ließ sich Grünwald lange behandeln, einige Minuten Nachspielzeit waren notwendig. Die Partie endete schließlich mit 1:1. Hier geht's zum Spielbericht. Für Grünwald war die Angelegenheit damit aber nicht beendet. Der 29-jährige zentrale Mittelfeldspieler wurde mit der Trage abtransportiert und dürfte sich schwerer verletzt haben. Alex hat ziemlich starke Schmerzen. Die Schulter ist raus. Er liegt noch in der Kabine und es sieht nicht gut aus, sagte Austria-Trainer Thomas Letsch nach Schlusspfiff bei Sky. Für den Österreicher wäre eine lange Verletzungspause bitter. Schon zwischen August 2017 und März 2018 laborierte Grünwald 230 Tage an einem Knorpelschaden. Zuvor riss sich Grünwald zweimal das Kreuzband. Bundesliga, die 11. Runde im Überblick. Datum: Heimauswärts Samstag, 20.10. 17 Uhr TSV Hartberg-SiK Rapid 3:0. Samstag, 20.10. 17 Uhr Red Bull Salzburg Wacker Innsbruck 1:1. Samstag, 20.10. 17 Uhr LASK Schalltach 1:1. Sonntag, 21.10. 14.30 Uhr UHRSV Mattersburg Sankt Pölten 2:0. Sonntag, 21.10. 14.30 Uhr UHRFC Admira Wolfsberger AC 0:0. Sonntag, 21.10. 17 UHRFK Austria Wiensk Sturm Graz 1:1. Werbung.